Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Veggie TV. Wir machen heute ein leckeres Pastagericht und zwar Vollkornpenne mit Frischkäse Kresse Soße. Okay, was brauchen wir denn dafür? Die Vollkornpenne, hier haben wir frische Kresse, Frischkäse, ein Stück Butter, Bio-Dinkel, Vollkornmehl, Milch, Salz und Pfeffer. Gut, dann lass uns mal beginnen. Zunächst die Nudeln. Ja, wir können das Wasser hier schon mal anheizen. Können dann aber auch mit der Soße gleich loslegen. Mhm. Dafür schmelzen wir ein bisschen Butter im Topf. Eigentlich können wir auch alles reintun. Ja, mit Butter sparst du auch nicht so, oder? Nö, Butter schmeckt ja auch gut. Und ist auch ein schöner Geschmacksträger. Genau. Das Wasser kocht jetzt. Ja. Wir müssen das noch salzen. So, die Butter ist auch geschmolzen, dann können wir da auch gleich weitermachen. Wie viel Mehl brauchen wir dafür? Wir haben ja ein bisschen mehr Butter, also kann noch ein bisschen mehr Mehl noch rein. Das rühren wir hier rein. Immer schön rühren, damit sich da keine Klumpen bei bilden. Und Leute, nach und nach das Mehl erst reingeben. Genau, nicht alles auf einmal. So, und dann kommt die Milch noch dran. Und dann nochmal mit großer Flamme jetzt wieder aufkochen. Dabei auch immer wieder umrühren, damit das unten nicht ansetzt. Oh, jetzt wird es doch schon dicker. Und jetzt kommt noch der Frischkäse dazu. Davon nehmen wir wie viel Gramm? Das sind 2 Packungen. Du könntest schon mal die Kresse dir schnappen, ja, und die abschneiden. Ruhig mit den Stängeln unten. Alles? Ja, komplett abschneiden. Wem das zu dickflüssig ist, kann das Ganze natürlich noch mit einem Schuss Milch verdünnen. Ja. Einfach noch ein bisschen Milch dran. Die Kresse, soll die noch klein geschnitten werden, oder? Die können wir so lassen. Das kann jetzt hier rein. Wir würzen dann gleich mit Pfeffer. Noch ein bisschen Salz. Ich gucke noch mal nach den Nudeln. Ja. Haha. Ein bisschen können sie noch. Ist noch sehr al dente, ne? So, die Soße ist auch fertig. Ich habe die jetzt auf ganz kleine Flamme gestellt, damit die nicht anbrennt und noch ein bisschen warm bleibt. Kosten sollten wir aber trotzdem vorher noch mal. Ich weiß, wie man noch mal ein bisschen mehr Frische reinkriegen könnte. Und zwar nehmen wir einfach ein bisschen Zitronenabrieb. Das ist eine gute Idee. Bringen das ein bisschen unter. Das ist eine gute Idee. Hol mal eine Zitrone. Und wenn man Bio-Zitronen nimmt, dann kann man auch die Schale nehmen. So ein bisschen. Da bin ich gespannt. Lass uns dann gleich noch mal kosten. Ja. Das ist toll. Ja. Habe ich doch eine gute Idee gehabt. Und wenn ihr noch mehr Rezepte haben wollt, dann müsst ihr natürlich unseren Channel abonnieren. Und die Rezepte könnt ihr natürlich auch nachlesen unter www.vegetarischerezepte.com. Kannst die Soße drüber machen? So in die Mitte. Vielleicht noch ein Klecks. Noch ein bisschen Pfeffer. Und ich habe vorhin ein bisschen Kresse zurückbehalten. Herrlich. Das sieht doch sehr gut aus. Sieht ganz wunderbar aus.